Frank, du sagst, die Stadtgesellschaft ist wichtig für Startups. Oder ist es gar nicht so wichtig, dass die Stadt zusammenhält? Findest du es nicht eher wichtig, dass die Investoren da sind? Ich glaube, Startups sind ein 360-Grad-System. Das heißt, wir brauchen die Unterstützung der Stadt, wir brauchen die Unterstützung der Unis, wir brauchen die Unterstützung vom Arschock, von unserem OB. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil nur zusammen können wir es schaffen. Ja. Also das kann nicht sein, einfach nur Investoren, das funktioniert, sondern es ist immer ein 360-Grad-System. Und das muss man halt hier in Bonn, Köln noch erschaffen, weil es noch nicht da ist. Ja? Wie siehst du dann die Frage der Räume? Wir diskutieren momentan viel in Bonn, dass Startups und auch die Investoren Räume benötigen. Ja. Ist die Raumfrage wirklich so entscheidend oder ist es eher wichtiger, dass sich die Startups auf anderen Wegen zusammenfinden, im Digitalen? Also die Räume sind halt eins von den Teilen, die man braucht. Ja? Und wenn ich jetzt angucke, wir haben ja zum Beispiel die Factory in Berlin, die speziell für Startups gebaut worden. Das haben wir in Bonn noch nicht. Das heißt, hier Räume zu schaffen, wo Startups sich auch wieder zusammentun können, ein Hub, das ist extrem wichtig. Es gehört dazu. Genauso wie das Kapital. Genauso wie das unser Oberbürgermeister sagt, ich möchte Startups nach Bonn holen. Das will dieses 63-Grad-System und Räume fehlen uns. Und wir haben hier keinen Hub in Bonn. Er ist einfach nicht da. Und für das Hub braucht man wiederum Investoren. Genau, für das Hub braucht man Investoren. Jemand müsste diesen Hub starten, aber vielleicht ist da ja schon was unterwegs. Vielleicht ist da was unterwegs, ja? Ja. Und wie kriegt man dann wieder die Startups integriert? Wie kriegt man die begeistert, in dieser kleinen Stadt am Rhein zu bleiben und nicht in die große Stadt an der Spree zu gehen? Indem wir zum Beispiel hier einen Hub schaffen, indem wir sagen, hier ist nicht nur ein Hightech-Gründerfonds, hier ist noch mehr Kapital. Indem wir sagen, das sind 10 erfolgreiche Gründer aus Bonn, die könnt ihr beim Mittagessen treffen, dann ist wieder attraktiv, aber es ist ein harter Weg. Berlin ist innerhalb von 10 Jahren entstanden, also relativ schnell. Wir können das schaffen, aber wir müssen einfach zusammen anpacken. Ja? Du sagtest gerade, wir sollen nicht von Bonn reden, sondern von Bonn-Köln. Ja. Warum? Weil wir einen größeren Einzugsbereich brauchen. Ja? Wenn ich jetzt sage, was wollen zum Beispiel Softwareentwickler, die ich sehr oft aus Spanien, Italien, der Ukraine, ich hole überall von der Welt Softwareentwickler hin, ist Köln, muss man einfach sagen, international noch beliebter. Und es ist doch egal, ob ich jetzt Bonn oder Köln nenne, es ist die Region, die wir fördern müssen. Und deswegen ist mein Vorschlag, so habe ich es immer in der Kommunikation gemacht, von Bonn-Köln zu sprechen. Und ob es dann in der Mitte ist, ob es der Rheinbogen ist oder ob es dann woanders ist, egal. Ich glaube, es ist intelligenter, von der Region Bonn-Köln zu sprechen. Meine persönliche Meinung. Glaubst du wärst so erfolgreich, wie du jetzt bist, hättest du nicht in Bonn gegründet? Sorry, keine Ahnung. Mein Lebensweg ist so verrückt. Weiß nicht, sorry, keine Ahnung. Okay, vielen Dank. Sehr gerne.